Moin! Na, Katzen, alles gut? Ich habe gerade vor lauter meinen Stift runtergeschmissen. Moin. Du siehst Warte, so stopp. sexy aus mit deiner grünen Frisur, Warte, weißt du das? stopp. Ich muss meinen Stift Das sieht aus, als hätte jemand Rasenschnitt auf den Kopf gelegt und einen Hut draufgelegt. Das ist so klasse! So, moin. Na, moin. Moin, 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 moin. Oh, Hab ich eigentlich. Warte, meine warte, Maus warte, ist bleib mal, schnell. stehen, bleib mal stehen. Ich will mal deine. Ist das deine andere Waffe auf dem Rücken? Habe ich auch eine Waffe auf dem Rücken? Ja. Geil. Das ist, ich sehe mich ja nicht von Ich hinten. muss gerade mal Also, meine Maus runterstellen. Die ist noch von der anderen Aufnahme auf Ultra Speedo. die muss immer auf Ultra Speedo. Jetzt kann man gar keinen Shooter spielen. Wenn die Katze bei mir ist, ist das übrigens so. Ich bin froh, dass ich keine Maus habe, wo man die DPI so ganz künstlich verstellen kann. Hatte ich früher und das ist ein Frauenproblem. Nee, das muss ich jetzt mal verallgemeinern hier. Ich kenne keine Frau, die so eine Warte. Zockerfrau ist. Mist, da Und, war gar keine. was? Und die DPI nicht auf so 3 hat oder so, statt auf 7000 oder 1500, da wo sie hingehört. Also du musst dann wirklich 5 Handbewegungen machen, nein, Quatsch, Handbewegung, mit dem ganzen Arm musst du das machen. Und dann immer schön die Maus ziehen. Guck mal hier, ich mach hier, wenn ich das mache, dann ist hier Party angesagt. Das ist alles Gewohnheitssache. Ja, das stimmt. Ich glaube, mit Säure gegen Metall zu ballern ist jetzt nicht die beste Idee. Jetzt werde ich Aber ich hier hab. wieder mit anderen Vibesies über einen Kamm geschert. Ja, ich. Mit anderen Vibesies, insgesamt sind es 5, die ich. Nein. Aha. Siehst du mal? Und dann. Aue. Oh, Bomben. Große Bomben. Oh, Bomben, tschüss. Hui. Oh Mann, das geht mir auf den Sack hier. Die Viecher. Ich bräuchte eigentlich mal wieder so eine Schockpistole. Nicht mehr die Taliban gar nicht. Ich meine, die ist ja geil, aber. Ich weiß nicht, ich mag die Maliban-Sachen irgendwie am liebsten. Ich habe jetzt aber gerade nicht im Kopf, was die alle bringen. Warte mal, wo ist denn jetzt hier der Typ mit den Bomben? Ach, jetzt habe ich F gedrückt. Ich wollte doch eh. Ah, verdammt, ich Nisha muss ist Beine bereit zu schaukeln. tröten. Ich habe. Nisha ist bereit zu tröten, habe ich gerade verstanden. Drin, drin. Ich bin hier mal noch Kisten am öffnen. Oh. Obwohl ich langsam glaube, dass das Zeug hier uns gar nicht weiterbringt. Sollen wir mal zu Seymour abdackeln? Ja, ich will hier gerade noch Stuff sammeln. Seymour Asses. Hatte ich schon mal gesagt, ne? Ja. Hatte ich. Hier waren wir ja noch gar nicht. Natürlich. Ne, hier in der Ecke waren wir noch nicht. Natürlich. Nein! Natürlich. Guck mal, hier ist die unsichtbare Mauer, da waren wir noch nicht. Hier ist ein Scheißhaus. So, okay. Dazu wäre ich jetzt gerade gerne mal alle. Ah, da ist ja wirklich Kot rausgeflitscht. Hast du gut gemacht. Da kam Scheiße raus. Ihhh. Ihhh. Natürlich waren wir hier oben schon. Echt? Hier unten auch? Aber das ist nicht der Ort, wo das Basketballding ist, ne? Nee. Waren wir hier tatsächlich schon? Hier hinten nicht. Ja, das meine ich. Seymour Silo. Das Dung-Silo. Du hast keinen gefüttert, oder? Lade sie in die Rakete. Rocket. Mach's. Bist dabei? Bin. Geil. Da ist nichts drin. Feuer die Rakete ab. Mach. So, das will ich sehen. Wieso kann man da nicht mit drauf? I don't Mann, know. die winken, die winken! Tschüss! Ich hab den Timer nicht gestört. Tschüss! Und tschüss. Ist bestimmt total schwierig hier. Man könnte wirklich überall rein und rausfliegen, wo man möchte. Da eine Grenze aufzustellen, ist doch wirklich viel schwierig. So, Schlechte Nachrichten, Kammerjäger. Ich wollte einen füttern, hatte ihn Terry getauft. Terry. Leider will er jetzt nur noch Pandora-Fleisch. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das empfindliche Ökosystem Pandoras aus dem Gleichgewicht gebracht. Ach, Quatsch. Was sollen diese kleinen Racker schon ausrichten? Ja, Kleinvieh macht auch Mist.
so schön bei dieser Simpsons-Folge mit den Ochsenfrösche in Australien. Yep. Da ist es ja aber wirklich so, du musst da sogar deinen Schuhbelag abschaben, bevor du da ins Land darfst. Das genau. Finde ich aber auch richtig so. Genau wegen sowas. Es gibt so viele Beispiele, sei es hier die braunen Nacktschnecken, sei es die, die roten Eichhörnchen oder die Wasserpest und so weiter und so. Meine ich, war das so. Apfelschnecke. Ne? Ich darf keine Apfelschnecke mehr für mein Aquarium haben, weil irgend so ein Spacko, die in Spanien in ein Reisfeld gesetzt hat und die da jetzt eine Riesenplage sind. Die darf kein Aquarium mehr verkaufen. Oh, waren die süß? Ja. Okay. Das ist schade. Ich wollte jetzt gerade mal zum Ausrufezeichen dackeln. Mich da ein bisschen umsehen. Aber das mache ich mal ein bisschen stilvoll. Skin-Typ, da gibt es doch bestimmt was Neues. Roter Staub. Rar. Wo bist du? Bin hier am Schießen. Hi. Hast du ein Taxi bestellt? Hab. Gut. Ich habe nämlich gerade eins da. Good. Ganz zufällig. So, darf ich die Viecher jetzt umfahren hier oder bist du dann wieder traurig? Ich glaube, ich fahre gerade falsch. Das hier sind ja keine lieben Kragons. Ich fahre gerade falsch, kann das sein? Ach, das war Space Slam. Hab ich vergessen. Nee, wir müssen jetzt wieder wegfahren. Ich dachte, das wäre was anderes. Dann be quick. Ja, ich bin wieder so ein Doofen. Nein. Au. Und hier geht's aber dann auch nicht mehr weiter. Das war Scheiße. Mal wieder eine schöne Autofahrt. Ja, das war mal wieder eine super Autofahrt. Das haben wir ja schon öfter gemacht. So super Autofahrten, die machen ja Spaß ohne Ende. Aber es gab auch ein bisschen Experience für diese Mission, die wir erledigt haben. Nicht wirklich viel, aber. Dafür sind jetzt Viecher hinter uns, ja. Ja. Die dürfen wir aber nicht in ein anderes Ökosystem reinpacken. Das ist doch ja alles das Gleiche. Und mir stellt sich dann aber auch die Frage, warum wollte Bart einen Ochsenfrosch mitnehmen in ein fremdes Land? Warum nicht? Dieser verdammte Ochsenfrosch ist da zum ersten Mal aufgetreten in der ganzen Serie. Ich habe übrigens 50 Jahre nicht mehr geduscht. Nicht Hyperion, da wollen wir noch nicht hin. Ich kann eigentlich so modifizieren, dass sie Explosivgeschosse verschießt. Bringt jede Menge Spaß, wenn man richtig zielt. Aber Planänderung. Sie richtet jetzt Korrosionsschaden an. Willst du sie mal ausprobieren? Bitte. Mhm. Nee. Ist das die? Was für eine Waffe haben wir denn da jetzt, die wir da benutzen müssen? Keine Ahnung. Korrosionsschaden, Elementarschaden, hocheffektiv gegen Panzerung. Hallo? Ich weiß nicht, von welcher Waffe sie da redet. Ich habe das tatsächlich vergessen. Das ist auch schon länger, dass wir mit ihr gesprochen haben. Ja, dann machen wir jetzt was anderes. Wie wär's mit Trautesheim, Glück... nee. Das ist Schwierigkeitsmission. Story-Mission. 13. Untergeschoss. Finde den Eingang in das 13. Untergeschoss. Dafür müssen wir jetzt reisen. Bist du bereit? Ich hoffe doch. Titan-Industrieanlage. Oh, schade. Wolltest du gerade deinen super C-Move machen? Ja. Wollte. So. Ach, hier sind wir wieder. Ist sie jetzt wieder nett? Von Scavs dort aufgestellt, die heimlich nach Concordia rein und wieder raus wollen. Oh, das ist keine Waffe für mich. So, bam, 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 bam. Moin. Und hier sitzt noch auch so Waffenautomaten. Da muss ich rallen, gleich rallen, rallen. Hui! Und da platzen die. So ist schön. Okay, ach so, hier war das. Ah. Ich flieg mal eine Runde, ne? Ja, ja. Was ist das? Feuerstoß im Zoom-Modus. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu doof. Lawbringer bin ich nicht. Ah. Na gut. Leute, mal eine kleine Bitte oder nennen wir es eher einen kleinen Tipp. Wenn ihr eure YouTuber gerade in Steam oder so habt und die sind gerade in einem Spiel, das sie als Projekt haben, schreibt sie nicht an. Nee, die werden dann immer so ein bisschen angepisst. Ich weiß auch nicht warum, das ist so. So ist es bei mir so.
Und dann so fragen, wie nimmst du gerade auf? Genau. Nee, ich sitze auf dem Hocker. Das ist, weiß nicht, vielleicht ist das einem auch nicht so bewusst, aber... Ja, ja, klar. Ja, sie nehmen dann auf. Ich weiß doch, wo Scully und ich hier Magicka gespielt haben. Oder Magicka oder was auch immer, wie das heißt. Und dann wurden wir auch in einem der heftigsten Kämpfe der Welt, wurden wir angeschrieben. Na, was machst du gerade? Ich hab hier voll den Endstress, Mann. So war das dann. So, ich bin durch. Ich bin Lass Arzt. Lass mich Arzt. Das habe ich heute in der Aufnahme gesagt. Geil. Ja, siehst du mal. Übrigens, ich muss mich entschuldigen, meine Stimme ist immer noch nicht wirklich da. Falls einige von euch, nee, das kommt erst später, die Folge von Minecraft. Ich habe ja gestern noch aufgenommen. Das kommt vom vielen Saufen. Das kommt echt vom vielen Saufen. Das haben viele Leute geraucht. Ich glaube, das kann ich auch nicht mehr so ab. Bah, ist auch widerlich. Und ja, fand ich auch. Aber irgendwann ist dann da so ein Palm drin und man ist es auch nicht mehr gewohnt, ne? Ja. Wenn das merkt Leute man auch rauchen. Immer ganz toll, wenn dann irgendwo mal ein Raucherpub ist, ey, wenn du da wieder rauskommst. Immer direkt Haare waschen. Ja. Oder halt, man macht sie dem Medi und du 10 Jahrzehnte nicht mehr. Hallo, erzähl das mal nicht. Ich hab du hast das gesagt vorhin. Ich hab richtig Stress. Super. Die ganze Zeit, immer nur rallen. Und dann hat man eben keine Zeit für Duschen. Nein, du musst dir deine Planeten musst du verteidigen. Ja, ich muss dir alles machen. Vor allem, ich habe von Samstag auf Sonntag nur 2 Stunden geschlafen. Und dann von Sonntag auf Montag auch nochmal nur 5 oder 6. Seht ihr mal, der arme Maddie muss nämlich Party machen. Ja, der arme Maddie, der... Hab mal alle eine Runde Mitleid. Der arme Maddie, der muss Party machen und trinken. Leute, das ist... Struggle is real. Also, wenn ja, ich das nicht mache, so. Dann... Das ist ja, so wie Slam McKenzie, ne? Der muss auch immer Party machen. Und dann sagt er auch, ich leg mich etwas hin, ich kann nicht mehr. Kennst du noch Slam McKenzie? Ja, ne? Kennst du den noch? Nein, ich hab nein gesagt. Ich hab dich nicht verstanden, weil hier gerade alles rumple... bei Futurama, diese Slurm-Episode. Dieser komische Partyschnecke da. Das war Slurm McKenzie. So, ich sammle hier mal ein bisschen was auf. Hier ist noch ein Mondstein. Yay. Ich habe 6 insgesamt. Du Dreckstalk, jetzt stirb halt auch. Hallo? Dü-dü-dü-dü-dü. Ha! Party. Die Granaten sind echt klasse. Warum habe ich die eigentlich nicht so oft benutzt? Mag vielleicht verschwert daran liegen, dass ich nicht mehr so viel Munition hatte damals. Aber mittlerweile ist es ja eigentlich eine ganze Menge, die wir haben. Ich fand das übrigens sehr niedlich, dass der Vorschlag für meine... Borderlands Hardcore Challenge war, ich könne ja dann ohne Granaten spielen. Habt ihr mich hier einmal eine Granate schmeißen sehen? Nee, hast du noch nicht. Nee. Hast du nämlich nicht. Aber das ist super. Das ist jetzt, das ist eine New Fashion jetzt hier für mich. Was zum Essen? Ah. So, rallen hier. Jetzt geht's hier wieder los. Da ist ja mal wieder beides. Hier gibt's ja diese Skaggies und Torx und. Ich hole Sauerstoff, so wie immer. Spring ich auch wieder, wie immer, dran vorbei. Zack, nein. Ey! Nein, sie springt rückwärts. Bist du wahnsinnig. Braucht jemand ein Medikit, sagt sie. Ich wäre aber dafür, ist jetzt keine wirkliche Kritik an dem Spiel, aber ich würde mich freuen, wenn die Kampfmusik ein bisschen actionreicher wäre. Ja, hat man hier nicht oft. Dass man so ein bisschen aufgepumpt wird dabei, weißt du? Das ist schon... Damit steht und fällt ein Spiel ja eigentlich. Ich finde, Soundeffekte in einem Spiel, da mögt ihr mich auch gerne steinigen, aber ich finde Soundeffekte in einem Spiel wichtiger als Grafik. Weil, welche Spiele das wirklich gut gemacht haben, man soll es ja vielleicht nicht über so unendlich loben, weil das Spiel ja selber nicht so gut war, aber Diablo 3 hatte grandiose Soundeffekte. Wo es wirklich Bock gemacht hat, die ganzen Gegner dann platzen zu lassen. Weil ich sag immer, das Spiel ist dann saftig. Und so muss es dann auch sein. Das hier zum Beispiel. Das ist gut. Oder hier, auf. Das ist schön. So muss ich das anhören. Und Smash Bros., also das neue jetzt, ist ein Paradebeispiel, das richtig macht. Die Soundeffekte sind grandios. Ich weiß nicht, ob du das genau siehst wie ich, aber... Ist einfach so. Das war jetzt mein zum Dienstag, Mittwoch. Donnerstag. Donnerstag. Mein Wort, Donnerstag. Was, echt Donnerstag? Yep. Hä? Wir haben doch letztes Mal extra bis Mittwochs aufgenommen, damit wir ein bisschen Puffer haben. Ah! Ja, das ist ein Wort zum Donnerstag.
Yes. Oh, wait. Warte mal. Ach so, das war ja die Geschichte hier. Ich habe auch bald wieder ein Level up. Müssen wir wieder da lang. Und ich habe Wiener Würstchen im Kühlschrank. Yay! Mit Senf. Ja, ich habe so... Das haben sich einige Leute beschwert. Der Entenmann hat sich beschwert, wie viel Senf ich doch im Kühlschrank hätte. Ich habe nur drei. Eine Tube und zwei Gläser. Das ist nicht viel. So eine Woche, dann ist das weg. Und wenn ihr King Fishstick zu Hause habt, dann wisst ihr, was das Struggle ist. Dann der will eh die ganze Zeit nur naschen. Ja, die ganze Zeit nur Senf naschen. Ich bin neulich nach Hause gekommen und er lag dann da halb im Kühlschrank drin und der ganze Senf war wieder weg. Dieser King. Ich versuche ihn ja zu erziehen, aber das klappt nicht so wirklich. Nö, der hat seinen eigenen Kopf. Jo. Kling, klang, klong, klong. Ach, guck mal, einer staunen hier. Das habe ich ja ganz vergessen. Alles Mist. Ja, alles Mist. Grenades habe ich voll. Lasers habe ich auch. Und komm mal da rein. Hallo? Nö. Ich glaube, das haben wir schon mal versucht. So, jetzt machen wir hier, das ist wie American Gladiators hier, so eine Leiter hoch und dann weiter und dann irgendwelche Insekten abballern. Das müssen die da auch machen. Hast du schon mal gesehen? Ja, habe ich sogar. Also die neue Staffel mit Hulk Hogan, die ist super geil. Aber das Problem ist, das findet man nirgendwo mehr. Ich habe das mal gesucht. Im Interwebs. Nö. Ich habe mich so ein bisschen selber umgebracht. Weil ich habe gerade auf so ein Fass geschossen. Ja, ich habe meine brennende Handgranate auch auf so ein Fass geworfen. Und das ist im Kontext dieser doch sehr beklemmenden Insektenangriffe nicht so wirklich das Intelligenteste gewesen. Na! Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir diesen umständlichen Weg hier gar nicht gehen müssen. Oh, come on. Aber das ist vielleicht... Ist ein Bauchgefühl, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch der Tante gerade nicht zugehört. Aber hier ist doch schön. Da vorne ist doch schon unser Quest-Dings. Wie sie hier einfach alle aus den Zwischenräumen herkommen. Korrosions... Oh nein. Torx-Spucke. Aua. Ja, schieß auf den Medi noch, während er am Boden liegt und stirbt. Ja. Du hattest noch nicht genug, hier! Frr, frr, frr. Auf die Fresse! So, warte, für die habe ich eine Extra-Nummer. Machst du da? Waffe aus an. Pass auf hier. Achtung, einige kennen's noch. 1000-Dollar-Wurf! Yeah. Den habe ich lange nicht mehr gemacht. Den habe ich wirklich lange nicht mehr gemacht. Lass es 2 Jahre sein. Oh. Wer ist... So! Wie du einfach hier die alles als Arschlöcher bezeichnest. Du bist schon richtig böse, ne? Das ist mein Charakter, das bin ich nicht. Ich habe nichts damit zu tun. Du hast das eingesprochen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich Athena ein bisschen falsch spiele. Runter von meiner Plattform, du. Es platzt hier alles. Ich brenne. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ja. Ah, ein Irrer. Okay, wo sind die denn? Raider. Outlaw. Die machen mir nicht mehr genug Schaden, um mein Schild aufzuladen hier, die Jungs. The struggle is real. Ja, das ist First World Problem hier. Jetzt ist ja aber irgendwie hier das Quest-Symbol nicht mehr da. Wir müssen aber... Hä? Müssen wir jetzt hier durch oder müssen wir rechts lang? Wir müssen hier raus und links, oder nicht? Kommen wir da lang überhaupt hin? Nee. Nee, ich glaube, wir müssen hier wieder rauf. Und den langen Weg gehen. Wie lange Zeit haben wir denn eigentlich noch? Gar nicht mehr. Huiuiui, hab ich das im Gefühl. So, dann sag ich mal bis morgen. Bis dann. Tschüss.